So, Freunde, schön, dass ihr da seid. So, ich fange jetzt an, direkt mal die Scheibe zu reinigen. Und zwar möchte ich die Scheibe nämlich versiegeln. Dafür habe ich mir eine Scheibenversiegelung gekauft, die zeige ich euch gleich. Aber bevor wir damit loslegen, einmal die Scheibe richtig sauber machen und dann reden wir gleich weiter. So, die Scheibe ist sauber und wir werden heute den Regenabweiser von RainX benutzen und einmal gucken, was der so kann. Wir schauen einmal kurz hinten drauf, was wir hier beachten müssen. Und zwar steht hier Folgendes: Der RainX Regenabweiser versieht das Glas mit einer unsichtbaren, wasserabstoßenden Schicht, die Regen, Schneeregen und Schnee abweist. Das hört sich erstmal gut an, das ist ja genau das, was wir haben wollen. Und was uns aber jetzt am meisten interessiert, ist natürlich die Anwendung. Wie wird das Produkt halt benutzt? Und zwar steht hier natürlich die zu behandelnde Oberfläche reinigen und trocknen. Jetzt haben wir natürlich die Scheibe schon gereinigt und getrocknet, kommen direkt zum nächsten Schritt. Die Flüssigkeit wird auf dem Tuch, getropft und mit kreisförmigen Bewegung aufgetragen. Und dann müssen wir es eintrocknen lassen und danach mit einem trockenen Tuch oder durch Besprühen mit Wasser abwischen, bis die Scheibe wirklich klar ist. Das heißt, es wird sich wahrscheinlich so eine leichte milchige Schicht bilden. Und ja, da werden wir gleich mal gucken, dass wir die natürlich, sobald das Zeug hier eingetrocknet ist, dass wir diese Schicht danach auch vernünftig abtragen, damit wir halt möglichst keine Schlieren haben. Ich bin gespannt, das ist das erste Mal, dass ich das benutze. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. So, zum Auftragen nehme ich jetzt hier kein Tuch, sondern ich nehme hier so ein Applikator-Pad. Das ist eigentlich immer ganz gut für solche Sachen, auch zum Polieren etc. Und ich würde sagen, wir tropfen das Zeug jetzt einfach mal hier drauf. So, legen das mal zur Seite und fang an, in kreisenden Bewegungen das hier richtig schön einzuarbeiten. Das riecht irgendwie nach Desinfektionsmittel. Das hat einen starken, ja, so auch alkoholischen Geruch. Also wirklich wie so Desinfektionsmittel beim Arzt. So, ich würde sagen, wir lassen es erstmal ein paar Minuten einwirken. Keine Ahnung, wie lange. Also wahrscheinlich einfach, bis es wirklich trocken ist. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, das Zeug hat jetzt ein paar Minuten eingewirkt. Ist noch nicht zu 100% trocken, aber das ist irgendwie so ein schmieriger Film. Halb so wild. Ich würde sagen, wir wischen das einmal alles weg, gucken, wie gut wir das hier abbekommen. So, ich würde sagen, wir setzen uns mal rein und gucken mal von innen. Draußen regnet es ein bisschen, deswegen mal gucken, wie gut das wirklich zu sehen ist. Oh ja, wir testen es aus, ansonsten müssen wir gleich mal die Wischwaschanlage benutzen, um zu schauen, wie das Ergebnis so ist. So, und zwar ja gut, es regnet jetzt nicht allzu doll, deswegen ist es natürlich ein bisschen blöd, aber ich kann ja mal die Wischwaschanlage benutzen. Dann gucken wir mal, wie gut das im Endeffekt abperlt, ob es abperlt, beziehungsweise ob es sich leichter wischen lässt dadurch. Also ich sehe jetzt keinen riesen Vorteil hier jetzt gerade. Ist natürlich auch blöd, weil das jetzt irgendwie schlecht zu testen ist. Deswegen würde ich sagen,
Wir setzen das Video an einer anderen Stelle fort. Wenn ich jetzt mal spontan irgendwie mal durch den Regen fahre, dann schalte ich mal kurz die Kamera an und dann sehen wir uns das mal an, ob das wirklich bei richtigem Regen was bringt. Also ich würde sagen, einfach mal bis gleich. So Leute, da sind wir wieder und zwar regnet es jetzt tatsächlich. Deswegen werden wir jetzt einfach mal die Versiegelung testen. Ich habe jetzt die Scheibenwischer ausgemacht. Ich versuche jetzt irgendwie mal auf der Autobahn zu fahren, dass wir Geschwindigkeit bekommen. Denn der Vorteil so einer Scheibenversiegelung soll ja sein, dass man bei höheren Geschwindigkeiten weniger den Scheibenwischer benutzen muss, weil das Wasser oder der Regen dann einfach abperlt. Deswegen fahren wir jetzt einmal kurz auf der Bahn und schauen uns dann mal an, was das Ding macht. Jetzt sieht man schon so ein bisschen, ich fahre jetzt schon so 60 knapp, dass das schon so ein bisschen abperlt. Aber wie viel das dann am Ende wirklich bei hohen Geschwindigkeiten ist, also jetzt reden wir mal von 80 aufwärts, 80 km/h, 100 km/h, vielleicht sogar bei 120. Ja, sobald wir soweit sind, sehen wir uns wieder. So, wir fahren jetzt auf der Autobahn auf und gucken uns jetzt mal genau an, was passiert, wenn wir jetzt schneller werden. Wir fahren jetzt 60 km/h. Jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. 80. Und wir sind jetzt bei 100 km/h und wie wir sehen, perlt der komplette Regen nach hinten ab. Ist natürlich jetzt kein Platzregen hier, aber wir sehen den Effekt. Also wir sehen ja ganz eindeutig, dass der Regen schön nach hinten abperlt. Ich muss sagen, ich bin zufrieden. Also mehr wollte ich gar nicht. Ich wollte einfach, dass es halt schön leicht abperlt. Bin jetzt die ganze Zeit ohne Scheibenwischer gefahren. Und ja, bin mal gespannt natürlich auch, wie lange das jetzt im Endeffekt hält, wie die Langzeitwirkung davon jetzt ist. Aber das sollte schon irgendwie normalerweise ein paar Wochen, vielleicht sogar ein paar Monate auch halten. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das Produkt RainX verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Abonniert den Kanal, falls euch das Video gefallen hat. Gebt mir auch noch einen Daumen hoch. Kommentiert, falls ihr auch andere Scheibenversiegelungen schon mal gehabt habt. Vielleicht waren die besser oder so oder allgemeine Erfahrungen. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Macht's gut. Ciao.